Hallo zusammen. Ja, bin mal wieder hier im Viernheimer Wald unterwegs. Eigentlich ja, ganz spontan und einfach ein bisschen frische Luft genieße. Es war ziemlich trübes Wetter und ja, richtig nasskalt bei uns. Nicht schön, aber wenn man gut eingepackt ist, geht es auch. Ja, und bin einfach, wie gesagt, ganz spontan aufgebrochen und bin so ein bisschen noch so auf den letzten Herbstmotive Jagd unterwegs, wenn man es mal so nennen will. Und habe dabei die Nikon D850 und das Sigma, Tamron 35mm mit der 1,8er Blende drauf. Also heute mit leichtem Gepäck. Und ja, heute habe ich noch was Neues dabei. Und zwar, das nimmt mich jetzt gerade auf. Ich habe nach gut 2 Monaten hin und her mir die GoPro 9 Black gekauft. Weil mir jetzt halt einfach so, ja, der Grund war, weil mir einfach so jetzt halt, beim Videoschneiden das eine oder andere jetzt halt doch richtig genervt hat oder sehr zeitaufwendig war, zum Beispiel halt Horizontausrichtung immer bei der 6er, bei der GoPro 6, weil man die Horizontausrichtung immer sehr zeitaufraubend und unter anderem der Bildstabi, da habe ich dann an Bildqualität verloren, wenn ich mit dem Makali 4.0 Bildstabilisierungsmodul gearbeitet habe in meinem Programm. Und es war doch alles sehr zeitaufwendig und hat ja etwas an Qualität verloren dann am Video. Und jetzt bin ich doch zu dem Entschluss gekommen, mich da zu modernisieren. Ja, und ich mache gleich weiter. Ja. Ja, da bin ich wieder. Da waren 2 Spaziergänger mit Hund unterwegs und ja, die wollte ich schon unbedingt im Film haben. Ja, wo bin ich stehen geblieben? Mit meinem Nachbearbeitung, wo halt sehr zeitaufwendig war, die Bildstabilisierung mit Mercalli 4.0. verliert man dann an Qualität, also an Bildqualität. Und Horizontausrichtung ist doch sehr mühsame Arbeit in der Nachbearbeitung und kostet viel Zeit. Das sind so eigentlich die 2 Hauptgründe für die Modernisierung. Und ich habe mir aus dem Grund nicht die 10er, also das aktuelle Modell, gekauft, weil es da ja, wenn man im Netz rumschaut, ja doch noch einige, ja in Anführungsstrichen, Kinderkrankheiten gibt, wie mit dem Hitzeproblem, ja relativ schwache Akkulaufzeit und noch so ein paar Kleinigkeiten, habe ich mich entschieden für die 9er GoPro. Die reicht für meine Zwecke vollkommen aus. Und der Mehrpreis von, kann man sagen, 140, 150 Euro ist diese Features, wo die 10er dann hat oder der größere Prozessor, ist mir einfach das Geld nicht wert für meine Verwendungszwecke. Und so bin ich bei der 9er gelandet. Das noch so kurz zur Info, warum nicht die 10er etc. Ja. Zurück hier zu meiner Tour, zu meiner spontanen. Und da bin ich jetzt halt hier im Viernheimer Wald unterwegs. Und da würde ich mich freuen, wenn der mich auf dem Kurztrip hier begleitet und vielleicht auch das ein oder andere Motiv finde, wo dann lohnenswert ist zu fotografieren und euch dann zu zeigen.
schauen wir mal, was wir alles für die Linse bekommen. Ja? Lasst uns mal weitergehen und sehen, was kommt. Ja? Also, bleibt dran. Jetzt muss ich auch hier beim Halten mit meinem Teleskopstab, die GoPro, hier nicht mehr so immer drauf achten und sich konzentrieren, dass ich sie in der Waage habe. Ja, dass ich da nicht zu viel immer ausrichten musste in der Nachbearbeitung. Das hat sich jetzt halt erledigt dank dieser Horizontausgleichfunktion jetzt halt hier. Ja? Lasst uns mal gehen. Ja, jetzt hat genug gequatscht. Hier habe ich jetzt einen schönen Baumstumpf wieder gefunden. Mit ja, Riesenpilz-Families drumherum. Und wie man hier schön sehen kann, hier bei dieser Family, wie sie schon braun werden und so langsam anfangen abzusterben und abzufaulen. Und das so um den ganzen Stumpf herum, wie man es so schön sehen kann. Und ja, da sieht man die Vergänglichkeit in der Natur. Alle Jahre wieder. Ja, das werde ich jetzt auch mal fotografieren. Und werde das Thema dann einfach nennen, ja, die Vergänglichkeit in der Natur. Bin jetzt schon auf dem Rückweg zum Auto und ja, zu dem Thema Vergänglichkeit in der Natur war die Ausbeute der Motive, die ja hoffentlich sich auch lohnen oder gelohnt haben beziehungsweise zu fotografieren, ziemlich spärlich. Aber es war ein schöner Spaziergang mal wieder in der Natur. Ja, leider alleine. Meine Frau liegt zu Hause und mit einer guten Erkältung. Ja, wie gesagt, war ziemlich spärlich die Ausbeute. Und mal sehen, zu Hause dann am Bildschirm, ob es sich lohnt, da ein Quick-Video draus zu machen dann und euch die Bilder zu zeigen. Bilder selbst sind nicht spektakulär, muss ich sagen, also die Motive beziehungsweise. Aber ich wollte dann in dem Bild einfach zeigen, nah beieinander, die Vergänglichkeit in der Natur. Also noch ziemlich gut im Saft oder der Pilz noch in seiner Pracht, ja, in Form und Farben, und direkt nebendran dann halt ein Pilz zum Beispiel, wo schon ziemlich braun und abgestorben und verfault ist, als Beispiel, ja, oder so halt mit Blättern hier, mit grün und rot-gelb im Hintergrund zu sehen. Solche Motive habe ich dann gesucht. Das Thema hat sich dann erst so im Laufe des Spaziergangs ergeben. Die Vergänglichkeit in der Natur. Und ja, schauen wir mal, ob wir was draus machen können. Und man das euch zeigen kann. Ja. In diesem Sinne, Leute. Bleibt gesund, munter, ganz, ganz wichtig. Und wer Lust hat, Daumen, Abo oder Bimmel, Bimmel, Bimmel. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ja. Also, tschüss.